meiner Sommertour der Nachhaltigkeit bin ich in Maschen. Das ist Europas größter Rangierbahnhof, zweitgrößter Rangierbahnhof der Welt. Jeder, der mal eine Modelleisenbahn hat, ist von sowas fasziniert. Das ist unwahrscheinlich wichtig, um Güter auf die Bahn zu bringen. Das ist ja auch unser Ziel, weil es nützt dann Nachhaltigkeit, es ist gut fürs Klima und es ist auch sehr wichtig, gerade wenn man um die Ecke den Hamburger Hafen hat, Deutschlands größter Hafen und ein riesiger Umschlagsplatz. Ich bin hier mit Dr. Nikuta, sie ist Vorstandsvorsitzende der DB Cargo, das heißt verantwortlich für das Ganze, und bei mir liegt die Kostenseite im Verkehrsetat, insofern haben wir viel zu besprechen. Ja. Hier im Rangierbahnhof Maschen, hier schlägt wirklich das Herz des Schienengüterverkehrs. Der Einzelwagenverkehr ist ganz, ganz wichtig und dafür brauchen wir diese Rangierbahnhöfe. Über 40 Gleise hier im Bahnhof und Sie können es vielleicht hinter mir sehen, ganz, ganz viele Container aus dem Hamburger Hafen, aus der ganzen Welt werden hier zu 9 Zügen zusammengestellt und die gehen dann in alle Himmelsrichtungen in ganz Europa. 60% dieser Züge überqueren auf ihrem Weg mindestens eine Grenze. Das ist die einfachste Möglichkeit, Straßen zu entlasten und die Umwelt zu schonen. Denn jede Tonne, die wir auf der Schiene transportieren, spart automatisch 80% CO2.